Sind es die Säulen unserer Gemeinde, unserer Gesellschaft, wie wir hier leben. 1299, das geht mir so leicht von der Lippe, weil nächstes Jahr haben wir die 1300-Jahr-Feier hier in unserer Gemeinde. Was natürlich, da werden wir sehr häufig genau in diesem Areal sein. Und ich hoffe, ich glaube, die Petra ist da auch schon dran, dass sie das fürs nächste Jahr auch schon wieder was angeleiert hat, auch schon mit dem Dr. Zoll darüber gesprochen hat. Es wird größere Veranstaltungen geben hier im Schlosspark. Also ich denke, es ist heute mal ein guter Anfang, um zu sagen, okay, Sie merken es alle, denke ich, wie toll die Location ist hier, wo wir uns jetzt gerade befinden. Es ist wirklich ein ganz tolles Areal und es eignet sich genau für das, was wir tun, was wir mit Musik machen, was wir mit Kunst, Kultur machen, mit bildenden Künsten. Dafür eignet sich dieses Areal ganz besonders. Und die Petra sagte schon, wir knüpfen ein Band. Es ist nächstes Jahr eins der großen Themen, die wir haben in der 1300-Jahr-Feier. Und ich denke, wenn wir heute anfangen, ist es schon ein Stück weit ein Band ins nächste Jahr. Also wir fangen hier an einem Ort an, wo nächstes Jahr sehr viel kulturelles Leben stattfinden wird. Kultur auf der Reichenau, wenn man jetzt aktuell fragt, werden wahrscheinlich die meisten Anwesenden sagen, okay, Musik, wir haben sehr viele musizierende Vereine. Ich sage jetzt mal, es geht von der Musica Sacra bis zu Rock and Soul. Also es ist alles vertreten, querbeet. Wir haben auch Jazzgruppierungen hier auf der Reichenau. Und dann denkt man eigentlich, dann sieht man hier, was ausgestellt wird, sei es Bilder, sei es Qigong, ähnliche Dinge. Auch hier ist natürlich die Tradition ganz alt, angefangen bei den Klostermalereien. Also man kann sagen, fast vor 1300 Jahren hat es begonnen, auch mit bildenden Künsten, mit Buchmalereien, mit Ausschmückungen, mit Schreiben von Büchern, aber auch mit der Gregorianik, also mit Musik, die hier gemacht wurde und die zum Teil bis heute überdauert hat, noch jetzt regelmäßig in unseren Gottesdiensten gespielt wird in den Reichenauer Kirchen. Und auch in der neueren Zeit gab es nicht nur musikalische Highlights hier auf der Reichenau, also ich denke bis so an diese Zeit zurück, für die letzten 100 Jahre, Namen wie Heinrich Jodner, wie Schneider Blumberg, die also sehr viele bekannte Werke auch hier geschaffen haben und hier gelebt haben. Insofern ist also hier wirklich tatsächlich, wenn man so ein bisschen recherchiert, ist sehr viel Kunst dabei, sehr in den verschiedensten Richtungen, die wir haben, wurde Kunst erschaffen hier und so ist es eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn man sieht, wie breit wir hier aufgestellt sind. Es sind jetzt heute nicht nur Reichenauer Künstler hier, was ich toll finde, sondern der Kreis ist relativ groß. Ich habe heute Morgen schon mit dem Herrn, der sitzend ist, gesprochen, erinnern Sie sich? Den habe ich schon getroffen heute Morgen. Ja, er hat sich frisch gemacht, wie ich auch. Jetzt. Also, ja. Ich hatte eine Badehose an. Genau. Und ich weiß jetzt auch schon, was er macht. Also seine Kräuterdestillation ist eine interessante Geschichte. Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich hoffe, dass noch Gäste kommen, dass noch ein bisschen Besucher kommen. Es ist noch früh am Tag, es dauert noch ein bisschen, unglaublich Wetter. Ich hoffe, dass heute nicht wieder ein Regen kommt. Und dann darf ich einfach Ihnen allen einen schönen Aufenthalt wünschen, viel Erfolg wünschen und einfach, ja, schöne Zeiten und, ja, wie haben wir gesagt, dankbare Zeiten. Und wie gesagt, wir knüpfen ein Band unter uns und wir knüpfen ein Band auf die 1300-Jahr-Feier, die wir nächstes Jahr hier haben werden. Vielen Dank.